Was ist Verwirkung? Ich bin Rolf Klesen, Partner bei Fallschirm und Partner, und in diesem Video geht es darum, was Verwirkung bei Marken ist. Wenn man eine Markenverletzung als Markeninhaber 5 Jahre lang positiv kennt, dann hat man seine Rechte gegen den Markenverletzer verwirkt. Das heißt, man kann die Marke dann gegen diesen Wettbewerber nicht mehr durchsetzen. Umgekehrt heißt das, wenn man aus einer Marke angegriffen wird und man nachweisen kann, dass der Angreifer, der Markeninhaber, einen schon 5 Jahre lang positiv gekannt hat, dann hat er auch seine Rechte verwirkt und man kann sich eben damit wehren und die Klage damit abwehren. Das ist der Grundsatz, wie er im Markengesetz steht. Und die Gerichte, also der Bundesgerichtshof, die Landgerichte und die Oberlandesgerichte, haben in dieser Sache die Rechtsprechung relativ kompliziert fortgebildet, und im Folgenden will ich mal auf die wichtigsten Grundsätze eingehen. In der Entscheidung zum Hardrock-Café hat der Bundesgerichtshof vor einigen Jahren festgehalten, dass der Verwirkungszeitraum für Warenverkäufe, das heißt in dem Fall ging es zum Beispiel um T-Shirts, die verkauft wurden, mit jedem Warenverkauf neu beginnt. Das heißt, wenn ich ein T-Shirt heute verkaufe, dann hat der Markeninhaber erst in 5 Jahren die Rechte für diesen Verkauf als Verletzung verwirkt. Und wenn ich in einer Woche ein T-Shirt verkaufe, hat der Markeninhaber bei positiver Kenntnis für dieses T-Shirt in 5 Jahren und einer Woche die Rechte verwirkt. Das ist natürlich etwas schwierig, weil damit eigentlich die Verwirkung für Warenverkäufe vom Bundesgerichtshof komplett ausgehebelt wurde. Für Dienstleistungen hat der Bundesgerichtshof in dieser wichtigen Entscheidung allerdings die Verwirkung weiter bejaht, weil er in der Bewirtung von Gästen in diesem Heidelberger Hardrock Café eine Dauerbenutzungshandlung gesehen hat, und das Hardrock Café eben der Markeninhaber hat diese Dauerbenutzungshandlung eben positiv länger als 5 Jahre gekannt. Und dann hat der BGH gesagt, gut, diese Dauerbenutzungshandlung habt ihr länger gekannt. Ihr habt eure Rechte gegen diese Handlung verwirkt. Das heißt, dieses Hardrock-Café in Heidelberg durfte weiter bewirten, aber keine Souvenirs oder so weiter verkaufen. Dann geht es oft um die Frage, wer musste eigentlich genau positive Kenntnis haben? Musste die Presseabteilung Kenntnis haben? Reicht es, wenn der Vorstandsvorsitzende einer großen AG Kenntnis hat? Muss tatsächlich der Leiter der Markenabteilung Kenntnis haben? Reicht es, wenn die Poststelle, die zentrale Posteingangsstelle von einem großen Unternehmen, Kenntnis hat? Das war die Frage in vielen, vielen Streitereien, und die Gerichte haben da zu jedem konkreten Fall wieder eine eigene Meinung gebildet, und es gibt in den Kommentaren da viele Beispiele, aber so ein richtig konsistenter Faden ist da nicht drin. Und vor allen Dingen haben die Gerichte sehr unterschiedliche Auffassungen, also von Gericht zu Gericht. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass zum Beispiel das Landgericht Hamburg sehr inhaberfreundlich ist. Also, dass die Erfordernisse, die Anforderungen sehr hoch sind, dass zum Beispiel der Leiter der Markenabteilung Kenntnis haben musste, das reicht dann wahrscheinlich aus. Wenn die Poststelle Kenntnis hat, wird das Landgericht Hamburg nach meiner Meinung kaum annehmen, dass hier Verwirkung greift. Dann gibt es noch eine Erweiterung auf das Kennen müssen. Reicht es aus, wenn der Markeninhaber die Verletzung hat kennen müssen? Hat er sie grob fahrlässig nicht gekannt? Da gibt es auch einige interessante Entscheidungen, und eine Entscheidung ging zu einem großen Konzern, der eben eine eigene Markenabteilung hatte. Und da haben die Gerichte entschieden, dass einem großen Konzern mit Markenabteilung zumutbar war, die jüngeren angemeldeten Marken zu beobachten, sodass wenn eben jemand unter einem ähnlichen Zeichen auftritt und dafür eine Marke anmeldet und 5 Jahre unbehelligt bleibt, obwohl er eben so eine Marke angemeldet hat, dann nicht mehr erfolgreich von dem großen Konzern angegriffen werden kann, da eben dem Konzern zugemutet werden konnte, dass er die Markenregister überwacht, und er hätte es wissen müssen, dass da eben diese Marke angemeldet wurde, und hätte nachgucken müssen, für was wurde die Marke angemeldet, wird die tatsächlich benutzt, und hätte dann einschreiten müssen. Andere Entscheidungen gingen zum Beispiel in die Richtung, dass die Wettbewerber sich hätten kennen müssen, wenn die Messestände auf wichtigen Leitmessen direkt nebeneinander oder gegenüber waren, dass man sich halt dort hätte
sehen müssen und sehen müssen, dass der Name des anderen Unternehmens extrem ähnlich ist. Dann gab es sogar Entscheidungen zu Telefonbüchern und solchen ähnlichen Verzeichnissen, wo sich allerdings die Gerichte sehr unterschiedliche Meinungen zugebildet haben. Wenn Sie hierzu konkrete Fragen haben, dann beantworte ich die gerne, wenn Sie mir eine E-Mail schreiben oder eben eine Frage in die Kommentare schreiben, dann gucke ich nach, was die einzelnen Gerichte zu den konkreten Fällen gesagt haben. Ich hoffe, dass Sie in diesem Video etwas über die Verwirkung von Marken lernen konnten. Wenn Sie neu in meinem Videokanal sind und weiterhin über Patente, Marken und Designs informiert werden wollen, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, drücken Sie auf Like. Fragen und Kommentare beantworte ich gerne unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: Schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.